Bringt jetzt aber auch nicht so viel. Aber gut, aufmerksam aufgepasst, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier noch? YouTube hat mir nochmal geschrieben, dass die Himmelswiesen diese erbaut haben, um die ganzen Meteoriten. Ach so, da ging es um die Kanonen. YouTube hat geschrieben, also auch gerätselt, was die Kanonen denn, ne? Ob die wirklich vorhaben, feindliche Raumschiffe damit abzuschießen. Und er hat geschrieben, vielleicht haben sie die ja eben auch gebaut, um die ganzen Meteoriten abzuschießen, damit diese nicht auf die Oberfläche treffen. Oder sie wollten damit einen der vielen Planeten oder Monde zerstören, den Planeten umkreisen, vielleicht um das Wetter und die Gezeiten zu stabilisieren, haben aber einen Fehler gemacht. Und das, was nun immer vom Himmel kracht, sind die Reste dieses Planetenmondes. Die Theorie finde ich ja noch viel geiler, dass sie da versuchen wollten, die Planeten zu verändern. Könnte sein, dass mit Meteoriten während des Fluges abschießen, halte ich für schwierig. Also, ne, Reagan hatte damals ja auch sein SD. Okay, der schlicht einfach mal so gegen. Wenn ich trinke. Hier draußen schlafen kann ich wieder nicht, ne? Ne, das funktioniert wieder nicht. Ich würde jetzt ganz gerne aber die Nacht hinter mich bringen. Das Gewitter scheint ja auch weitergezogen zu sein. Deshalb lass uns da einfach mal in dem Turm schlafen. Das wird schon gut gehen. Aber die Möglichkeit will ich. Ich glaube ja immer noch, dass sie damit Raumschiffe abschießen wollten, vielleicht. Die, ich weiß es nicht. Also, auf alle Fälle. Es sind ja sowieso alles nur Theorien. Und ich finde das eine interessante Theorie. So. Wir droppen die Fackel. Genau. Und nehmen jetzt noch unseren Wärmestein in die Hand. Und jetzt versuchen wir jetzt mal eine Stunde zu schlafen. Das müsste ja bei 12 Grad, sollte das ja eigentlich noch funktionieren. Ja. Gut, wenn die Schlafqualität gut war, dann machen wir das. Warum? Willst du mich verarschen? Gescheitert wegen Wetter? Wir sind hier, naja, drin, sozusagen. Ach, also 3 Stunden darf ich, oder was? Aber 5 ist nicht gut, oder wie? Du bist ja merkwürdig. Echt. Ich will ja nur, dass es wieder... Sehr schön. So, draußen wird es auch wieder heller. Und jetzt bin ich neugierig, endlich mal den letzten Teil der Insel dahin zu erkunden. Da hinten. Da wollen wir ganz hin. Weil finde ich interessant, wie ich beim Schlafen überhaupt keinen Hunger und keinen Durst kriege. Mir geht das persönlich anders. So, und wir wollen ja den 4. Schlüssel noch haben. Dann lass uns doch mal hier lang und dann rechts und dann mal gucken, wie wir da hinkommen. Oh, vielleicht kommen wir da ja hin, ohne zu schwimmen. Das wäre ganz gut. Zur Not müssen wir schwimmen. 17 Grad. Aber da geht ja ein Weg nach rechts. Ich weiß jetzt auch nicht, von wo ich ursprünglich mal gekommen war. Aha, okay. Na gut. Das Scharheuer, der ist da auch nicht natürlich hier gelandet, oder? Dieser Obelisk. Gucken wir mal. Da ist noch eine Höhle, das ist gut zu wissen. Was bist du? Kokosnuss. Ah ja. Relikt des Wassers, Resistenz gegen Dehydration. Cool. Kann ja nur zu meinem Vorteil sein.
Ne, hier ist nichts mehr drin. Außer die beiden und. Okay, es sind wirklich nicht nur Helme. Es ist, man sieht's ja. Die Schädel sind schon echt komisch, ne? Ich finde es immer noch bemerkenswert, dass sowohl die Himmelswesen als auch die Geretteten, weil ich vermute, dass das da Gerettete sind, dass die denselben Schädel haben. Das finde ich ja persönlich bemerkenswert. Hä? Achso, okay, dann müssen wir noch rüber. Ja, aber nicht ohne uns hier umzugucken. Würde ich sagen. Hier ist nochmal ein äußerliches Grab. Also ein offenes, meine ich. Also draußen. Mann. Ja, dann gehen wir da jetzt natürlich auch rauf auf den Hügel hin. Wir wissen, was hier zu sehen ist, nicht? Das hier. Ach, guck mal. Ein Fernglas wäre so geil. Sind wir von da gekommen? Das ist der Anfangsturm, ne? Mit der Kugel da oben. Ob da unten was drauf ist? Ich würde sagen, da werden wir wohl nachsuchen müssen, ne? Ob da unten was drauf ist. Können wir... So weit reicht ja nie, ne? Nein, niemals. Wow. Auch mal weit geflogen. Ah, ich mag diesen Teleporter. Der ist cool. Den können wir da vielleicht mal eben hinschießen. Dann will ihm fallen, dass ein Tornado kommt oder sowas. Könnte man sich dann da gleich mal rüber teleportieren. Aber den werde ich hier links und rechts gleich auch wieder brauchen. Also, das ist ein guter Tipp, den Teleporter zu nutzen, um sich selbst zu retten. Aber... Es ist schon so viel leichter mit dem Teleporter als... hier ist doch eine Struktur drin. Da ist doch hier etwas. Das ist doch kein Stein mehr, das ist doch Metall. Also hier verbirgt sich doch irgendwas. Oder? Hier muss doch was sein. Hier da oben. Ich will dahin. Scheiß auf den Teleporter. Oder täuscht es? Nee, die Musik hat sich auch geändert gerade. Nee, hier oben ist nochmal so ein Obelisk. Also gar nichts ist hier jetzt auch nicht. Das kann natürlich auch eine optische Täuschung gewesen sein hier. Oh, nee, da ist was. Was ist denn das? Ein Relikt der Athletik, Bewegungsgeschwindigkeit. Sehr cool. Ja, guck mal, der hat sogar einen richtigen Sockel bekommen. Es ist richtig warm hier. Wir gehen da unten mal ins Wasser. Und schwimmen den Rest mal eben. Wir trocknen ja locker wieder, bis es wieder kühler wird. Ja, ohne Teleporter kommst du an sowas ja gar nicht ran hier. Oh, da oben liegt ein Wrackteil. Da oben habe ich ein Wrackteil gesehen. Oh, hier unten auch. Okay, aber erstmal oben gucken. Da müssen wir sowieso hoch, ne? Dann gucken wir mal hier unten. Okay, eine Wasserflasche. Ist sie denn voll oder leer? Die ist direkt voll, ne? So. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein Leuchtfeuer. Ich nehme das einfach mal an mich. Wir haben ja jetzt immer noch einen Platz frei. Wir müssen den letzten Schlüssel ja auch noch finden.
Amonsbericht, 9 von 11, ja. Wie viel fehlen uns davon jetzt noch? Ah ja. Die werden hier wohl alle liegen, denke ich mal so. Nee, komm, das ist vielleicht eine doofe Idee. Lass uns das Ding mal in die Hand nehmen. Hier ist doch... Aus welcher Richtung kommen wir denn jetzt überhaupt? Jetzt habe ich total die Orientierung verloren. Also hier hören wir auf alle Fälle so ein Signal, hören wir hier wieder. So, wir haben mal dazu gelernt. Nee. Komm, das geht ja vielleicht auch so, ne? Oder? Okay, da ist nichts drin. Was zum Geier ist denn das? Aus welcher Richtung kommen wir denn? Ach, wir wären von... Hier, okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Meine Gehgeräusche klingen gerade ganz komisch. So metallisch, als würde ich auf irgendetwas... Na, ich kann mich auch nicht von außen sehen. So, da oben möchte ich aber auf jeden Fall jetzt rauf. Na? Ja, das geht. Ah ja. Hier oben muss doch noch irgendwas sein. Irgendwas muss doch hier noch sein. An Nachrichten von Amon oder so. Oder vielleicht auch noch... Mal noch eine Flasche Wasser. Ja, etwas ist hier zu holen. Hier muss was sein. Sonst würden sie sich nicht die Mühe machen, die Fraktale hier oben so zu verbergen. Was haben wir denn hier? Eine Matratze. Verbessert Schlaf. Sehr selten. Nehmen wir nochmal mit. Essen brauche ich gerade nicht. Trinken geht irgendwie auch klar. Was haben wir denn hier? Ich kann es nicht lesen. Strange Case. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Eine Matratze verbessert den Schlaf. Ja, hab ich denn da was von? Also, hab ich da im Spiel wirklich was von? Oder ist das mehr so ein Gimmick? Was haben wir hier? Red One. The Red One. Jack London, okay. 115%. Haha, Taschenlampe. Wie geil. Mehr als 100% Taschenlampe. Hast du nicht gesehen. So, sehr geil. Sehr geil. Ja, es ist warm. Ich glaube, dafür brauche ich mehr. Das sind noch ganz viele Steinstatuen. Das sieht nach einem größeren Skelett aus, wenn ihr mich fragt. Was auch immer das ist. Also ich möchte da überall hin. Wo kommt denn das Signal her? Wenn man so weit weg... Oh, jetzt wird's kalt hier. Gerade. Okay, man hat hier einen richtigen Aufgang geschaffen, damit man da hinkommt. Damit wir da wahrscheinlich auch ohne Teleporter hinkommen können. Amon, ich brauche mehr Berichte von dir. Mir fehlt da noch was. Ich hätte sie ganz gerne alle, Amon. Wo versteckst du die anderen Sachen, Amon? Aber man rennt ja auch so leicht an etwas an vorbei, ne?
Guck, jetzt kommt schon wieder Sturm auf. Oder Wind, hört man ganz deutlich. Es wird, na klasse. Na, das ist ja super. Scheiß Wetter. Jetzt bin ich eh schon nass. Jetzt kommt es da auch nicht drauf an. Das wird hier wahrscheinlich auch alles von der Flut überspült werden. Da vorne kommt er, okay. Eigentlich will ich genau in die Richtung. Ich würde ganz gerne in die Höhle. Schaffe ich es denn noch bis zu der Höhle? Ich muss ja dem Wirbelsturm entgegenlaufen. Das ist vielleicht nicht ganz so clever, oder? Nee, ist es nicht. Scheiße. Das war's. Ich konnte nichts machen. Der kam hier einmal direkt rübergezogen. Letzter Speicherpunkt ist doch schon so lange her, oder? Wo war denn das? Ach du Scheiße. Echt jetzt? Echt jetzt? Oh Mann, okay. Ich mach mal. Folgender Vorschlag. Ich schneide hier mal eben. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück. Einen schönen guten Tag. Ich habe mir nochmal alle Sachen wieder besorgt. Und habe jetzt gerade auch mal eben gespeichert. Wir werden trotzdem mal eben ein taktisches Manöverwagen. Ich gehe jetzt nochmal zu dieser Höhle zurück und werfe da den Teleporter rein. Jetzt doch 0 Grad oder was? Bei dem Stein? Der kühlt hier wirklich um 40 runter. Also in dem Augenblick, wo hier Meteor oder Sturm, also wenn Sturm kommt, kannst du ja wirklich nichts machen, ne? Hä? Das ist doch eine andere Höhle. Hä? Nee, das ist dieselbe. Ah, da geht's ja doch weiter rein. Nee, doch nicht. Hä? Moment. Ich hab doch aber eben... Keine Ahnung, was ich da gesehen haben will. Okay, aber da werden wir wohl sicher sein. Ja, oder machen wir mal. Machen wir mal so. Gut, okay. Dann gucken wir uns da jetzt nochmal um. Jetzt kann ruhig ein blöder Sturm kommen. Dann teleportiere ich mich einfach weg. Der wird aber blöd gucken, der Sturm. Der wird aber doof aus der Wäsche gucken, wenn ich da nicht mehr da bin. Es raucht ja richtig hier. So, jetzt kann ich natürlich den Teleporter erstmal nicht benutzen. Das ist ein riesiger Fuß. Passend zur Hand da hinten, ne? Ich möchte jetzt trotzdem ganz gerne mal eben kurz darüber. Von Amon habe ich auch nicht nochmal was Zweites gesehen. Das ist halt sehr schade.
Ich weiß, dass ich hier komme ich auch ohne Teleporter weiter in die Richtung. Und den muss ich mir jetzt wirklich aufbewahren. So, da hatte mir auch jemand was geschrieben, dass die Bäuche so verziert sind. Ob das vielleicht irgend so ein Schwangerschaftsritual. Ich dachte immer, die tragen ein Schild vorne vor, aber es ist schon eine komische Position für ein Schild, ne? Also komisch gehalten. Aber richtig dick sind die ja auch nicht. Oh, ein Schwert. Ach, das ist dieses Skelett, was ich von oben gesehen haben will. Das ist kein Skelett, das ist eine riesige. Meteor, oder? Oder was ist das? Ich kann es gerade nicht sehen. Ne, doch nicht. Schwein gehabt. Das ist, auch ein. Das ist so eine Art Assel irgendwie. Aber auch riesig. Krass. Okay. Nee, geh mal ganz weg. Das wäre ganz geil. Wenn du mal ganz aus dem Bild gehen könntest. PDA. Also erst dieser Fisch, der an Land wollte. Jetzt diese riesige Assel. Hier hatte damals, wann auch immer das war, versucht sich Leben zu entwickeln auf diesem Planeten. Was bist du denn da hinten? Für ein merkwürdiges Licht. Hier komme ich ohne Teleporter jetzt gerade nicht weiter. Es muss einen anderen Weg geben. Hier ist schon Ende Gelände. Okay. Hier sieht es ja auch nicht so aus, als wäre hier gerade noch was. Dahinter vielleicht, aber dann muss ich den Teleporter nehmen. Das möchte ich nicht so gerne. Na, aber jetzt zurückzukommen, das wird nicht einfach. Oh, das ging ja doch. Ich wollte sagen, hier standen noch Palmen. Da sind die, okay. Dann ist es. Das ist mit der Assel, finde ich ja interessant. Okay, hier gab es auf jeden Fall ein Schwert zu holen. Vielleicht gab es hier auch noch mehr, aber ein Schwert gibt es hier auf jeden Fall. Und diese Assel, die ist halt mehr zum Angucken gedacht.